herzlich willkommen zum vierten Spieltag. Es geht los. Aufgeregt. Ich bin gespannt, wo wir nach diesem Spieltag stehen werden und ob wir hier heute was mitnehmen können. Aus Gladbach. Eieiei, die Abwehrreihen dominieren das Geschehen und lassen noch keine echten Chancen zu. Und hier gleich eine gelbe Karte für Joel Matip, der Terrazino zu Fall bringt. Okay, alles klar. Bei Lars Stindl steht ein Schuhwechsel an. Anscheinend ist da etwas kaputt gegangen. Oh, und Terrazino jetzt auch mit der gelben Karte. Das macht natürlich dann eine Einwechslung oder eine Auswechslung höchstwahrscheinlich. Er hat heute schon wieder eine 5 aktuell, auch durch die gelbe Karte wahrscheinlich. Die erste Chance hier. Arango spielt den Ball flach in den Strafraum, aber der Schuss von Igor De Camargo ist zu unplatziert. Fromlowitz ist auf dem Posten und greift sicher zu. Weiterhin torlos die ganze Geschichte nach 36, 37 und 38 Minuten. Und jetzt die Möglichkeit wieder hier für Gladbach. Ein Schuss von Thomas Nezit wird von Pripp zur Ecke abgefällt und der Ecke da leider, oh, was heißt leider, Gott sei Dank, auch nicht verwertet von den Gladbachern. Alles klar, bei uns die Besten sind Müller, Stefan Müller mit einer 1 und Fromlowitz mit einer 1,0. Die ganze Offensive schläft und jetzt sehr schön die Ecke nochmal abgewehrt. Wir hatten da geschossen, wieder De Camargo zieht direkt ab, aber schießt genau auf Fromlowitz, der keine Mühen damit hat. Okay, wir gehen torlos in die Halbzeitpause, will ich hoffen. Sehr schön, alles klar, dann können wir jetzt ein bisschen wieder interagieren. Ja, Terrazino mit einer 5 erfüllt so ein bisschen die Erwartungen, ne, die wir im Vorfeld hatten. Habe ihm nochmal eine Chance gegeben heute, habe gesagt, Mensch, der Junge, du musst doch rein, du musst doch ein bisschen Gas geben, jetzt bringen wir aber für ihn Denny Alla. Die anderen Jungs aber auch nicht so wirklich solide und gut. Deswegen drückt sich schon bald wieder hier auch ein Wechsel an. Was ist mit Stilic, der alte Klappstuhl? Also, dass er das nicht schafft, sehr, sehr schade. Spielen wir mit zwei Stürmern weiter. Jetzt habe ich ihn schon eingewechselt. Oder nehmen wir nur einen Stürmer? Ich nehme mal nicht Denny Alla. Ich nehme mal Adam Maher. Denn bisher hatten wir noch keine Offensivaktionen. Und lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen und mit Maher und einem Stürmer vielleicht die Null halten. Ne? Vielleicht wäre das toll, einen Punkt mitzunehmen. Hier, Gladbach ist ein starker Gegner, darf man gar nicht unterschätzen, beziehungsweise jetzt unter, gerade aus unserer Perspektive aus gesehen, ganz, ganz harte Nuss. Okay, wir machen noch eine Ansprache, motivieren, was zu motivieren gilt, und gerade hier vorne Hofmann, ganz wichtig, und auch Maida, die müssen jetzt mal ein bisschen hier den Knoten platzen lassen, wäre natürlich ganz, ganz toll. Noch steht es 0:0, aber, es ist ja auch noch genügend Chancen für uns drin. Stimmung ist auch sehr gut. Teamwork ist auch wirklich optimal. Nahezu optimal. Und dann denke ich mal, die Halbzeitansprache hat auch fruchten lassen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Alles klar. Adam Maher kommt für Marco Terrazino. Und jetzt gucken wir mal, was wir da mitnehmen können. Ich lasse jetzt auch schon mal gleich den Kliche sich warm laufen. Und vielleicht nochmal Emre Can. Und gleich Müller hier mit einer gelben Karte. Eieieiei, in der Innenverteidigung, das ist ganz bitter. Das drückt jetzt wissen Sie seine gute Note, seine Bestnote von 1,0. Schauen wir mal, alles klar. Weiter geht's, 53 Minuten. Schöne Aktion von Lars Stindl, der vom Pogba gefoult wird. Gute Freistoßposition für Gladbach. Und noch eine gelbe Karte für Knasenmüllner. Heidewitzka, liebe Leute, also jetzt müsst ihr echt ein bisschen aufpassen. Lass ich mal noch Calvo warm laufen. Dass wir da heute nur noch mal einen rausnehmen vielleicht. Jetzt ist wie noch hier Ecke von links, Hofmann. Die Ecke kommt schön auf den Elfmeterpunkt, aber Bailly stürmt heraus und schiebt alles zur Seite, was da sonst noch so an den Ball will. Dann pflückt er das Leder aus der Luft und begriff es. Und da sehe ich wieder Gladbach mit der Freistoßchance. Er kann aber wohl weitermachen, Fromlowitz, nach diesem Freistoß. Ja, ich würde ganz gerne jetzt an der Stelle Kliche bringen für Pripp. Er hat eine 2,5, aber ist eine Stunde rum. Wir müssen so ein bisschen ein bisschen wechseln und vielleicht mal Toni Calvo für Knasmüllner auf rechts heute mal. Gut, dann kommt Can nicht zu seinem Einsatz, aber ist auch nicht so wild. Lieber ein bisschen variieren mit den Einwechslungen. Alles klar, wir haben ja genügend auf der Bank sitzen, auch wirklich in jeder Position können wir einen einwechseln. Potenzial ist da und sehr schön hier können wir nochmal abwehren. Gulde erneut, wieder eine Ecke für die Gladbacher. Eieieiei. Schauen wir mal, was jetzt passiert nach der Ecke. Jetzt rechnet er natürlich die Chancen aus. Tor, scheiße. Ja, war zu erwarten. Jetzt haben wir wirklich eine ganze Menge Chancen gehabt. Gerade mal vorlesen, die ganze Geschichte. Die Ecke kommt genau auf den Punkt, auf den Kopf von Thomas Nezit, der vollkommen frei steht. Dieser hat keine Mühe aus 4 Metern Torhüter Florian Fromlowitz zu überwinden.
Ja, ich schimpf wie ein Rohrspatz an der Seitenlinie. Nein, ich bin nicht so extrem heute drauf. Gott sei Dank. Glück für Karlsruhe. Lars Stindl hat sich davon gestohlen und erhält eine schöne Steilvorlage von Marco Reus. Am Strafraum spielt er clever in den Rücken der Abwehr auf den freistehenden Nesit, der aus 12 Metern trocken ins verlassene Tor zum 2-0 einschieben will, aber kläglich verzieht. Gott sei Dank. Ja, so, was machen wir jetzt? Jetzt sind noch 20 Minuten zu spielen. Können wir noch irgendwas? Guck mal, Stilic und Pogba, beide mit einer 5. Jetzt kann ich auch nicht mehr auswechseln. Jetzt ist ja der Schuh gegessen. Ach, Mist, Jungs, ey. Also das ist sehr, sehr schade. Was können wir denn? Können wir taktisch irgendwie was noch verändern? Wir gehen mal über die Flügel, dass die Jungs mal angespielt werden. Das Pressing nehmen wir mal auf die eigene Hälfte zurück. War vielleicht ein bisschen zu offensiv. Vom Aufwand her auch. Oh, Freistoß Hofmann. Schade, schade. Freistoß von Hofmann aus halblinker Position. Der Mannschaftskapitän jagt das Leder aus 27 Metern jedoch weit über das Tor. Es bleibt hier beim 1:0 für die Gladbacher. Es sind noch ein paar Minuten. Es ist unsere erste Niederlage in dieser Saison. Müssen wir uns damit abfinden? Oder hat noch einer jetzt hier eine zündende Idee? Einer unserer Akteure. Ich will bald sagen, Konzentration, liebe Leute. Nochmal so die letzten paar Minuten. Nochmal irgendwas in die Richtung Offensive passieren lassen. 80. Minute. Dante hindert Paul Pogba erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Ecke für uns. Tor, Ausgleich, Ausgleich, Ausgleich. Ich werde verrückt. Mahiga mit seinem ersten Tor. Vorlage von Paul Pogba. Ecke von rechts. Hofmann, ganz einfache Variante des Karlsruher SC. Pogba verlängert den Eckstoß am kurzen Pfosten. Und in der Mitte kommt Modibo Maija, relativ unbedrängt zum Kopfball. Der Ball schlägt halb hoch im Kasten. Der Borussen ein, sehr schön. 10 Minuten müssen wir das jetzt nicht über die Zeit schieben hier. Oder kriegen wir nochmal eine Chance? Haben wir nochmal die Möglichkeit, hier nochmal ein Konter hinzulegen gegen die Gladbacher? Das wäre ganz, ganz stark, das wäre ganz stark. Mensch, sind jetzt beide Mannschaften mit dem 1-1 zufrieden? Scheiße! Oh Mann, 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 Mann! Camargo, du Arsch, du Arsch! 2 Minuten vor Schluss, einen groben Schnitzer von Gulde nutzen die Gladbacher zur Führung. Der Innenverteidiger verliert das Leder am eigenen Strafraum gegen Patrick Herrmann. Der legt quer auf Igor, der Camargo, der locker einschiebt. Nachspielzeit 1 Minute und unsere erste Niederlage ist perfekt. Mensch, zum Schluss wieder einmal, ne? Es ist doch wirklich sehr ärgerlich in der 80. Minute und dann einfach mal 10 Minuten über die Zeit schieben. Aber hat nicht sein sollen sein. Oder hat nicht sollen sein. So, alles klar, liebe Leute, wir gehen in den Nachbericht. Ist ja halb so wild. Wir gucken uns das mal an. Man kann auch mal eine Niederlage auswärts hinnehmen. Gar kein Problem. Das müssen wir jetzt einfach zu Hause besser machen. Ist ja englische Woche, das heißt, jetzt am Wochenende schon wieder gleich ein Spiel. Und da rutschen wir mal direkt rein. Bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Ja, bisschen ärgerlich, ne? Kurz vor Schluss dann noch so blöd interagiert. Und die Offensive war heute wirklich nicht überragend. Also da fehlt es noch an zündenden Ideen. Da kommt auch von Hofmann aktuell wirklich sehr, sehr wenig. Also da müssen wir irgendwie mal in die Pflicht nehmen. Der braucht jetzt so langsam mal wieder eine Idee, weil so viele Tore haben wir noch gar nicht geschossen. Ne, muss man ganz klar sagen. Und gerade in der Offensive ist es echt ein bisschen mau. Maiga mit einem schönen Tor, das ist alles super gewesen. Vorlage von Pogba fand ich auch gut. Aber ihr seht bereits die Noten hier vorne in der Offensive und im Mittelfeld als solches. Eher dürftig, kläglich, muss man bald sagen. Defensive sah ganz gut aus, außer Gulde da mit seinem Schnitzer kurz vor Schluss. Naja, gut, okay, gehen wir mal rein, Ergebnisse. Unsere erste Niederlage schiebt uns wieder auf gewohnte Platzierungen. Also hier kennen wir uns natürlich aus in diesen Tabellen, in dieser Tabellenhälfte. Wir rutschen von 6 auf 12, also werden einmal komplett durchgereicht. Und die Tabelle orientiert sich so langsam wieder an die Favoriten, so langsam. Einzig Nürnberg verirrt sich noch ein bisschen da oben. Ansonsten sieht das doch ganz ordentlich aus. Schalke noch auf dem Abstiegsplatz mit 2 Niederlagen, 2 Unentschieden, noch kein Sieg. Und wir haben bisher erst 3 Tore geschossen, aber auch 3 Gegentore gekriegt. Das heißt, wir haben momentan eine nicht vorhandene Tordifferenz. Okay, dann würde ich sagen, Gladbach gewinnt gegen Karlsruhe. Die Hertha gewinnt, Bayern gewinnt 2:3 in Schalke. Holala, lolala. Und Bremen gewinnt 5:1 gegen Frankfurt. Mein lieber Schieber. Okay, sind die nicht gerade aufgestiegen, die Frankfurter? Sind die nicht gerade aufgestiegen? Ja, als Zweiter sind die aufgestiegen.
Alles klar. Gut. Okay, okay, wir gehen mal rein hier, Stimmen. Die Bayern, was sagen die denn aktuell? Ich glaube, ich habe heute zwei Spiele gesehen. Eines in der ersten Hälfte, das andere in der zweiten. Alles klar. Das sagt Trainer Sascha Bausch des FC Bayern München. Spieltagsstatistiken findet sich von uns auch leider keiner drin. Ist aber auch zu erwarten, wenn man verliert. Beste Spieler auch momentan nicht wirklich aktiv. Von daher, ja, wir müssen gucken, dass wir jetzt da, gegen Bremen. Ach du Heilige. Uiuiuiui, gegen Bremen. Naja, gut, Preis 35 Euro für Sitzplatz, habe ich gerade gesehen, da auf dieser kleinen Karte war es einzusehen. Ei, gehen Leute gegen Bremen. Erwartete Zuschauer sind 22.000, noch nicht mal ausverkauft. Also da wird es mal langsam Zeit, dass wir da hinkommen, ne? Dass wir mal eine Partie ausverkauft bekommen. Dann ändern wir auch gleich die Taktik und gehen Pressing nicht überall, sondern nur in der eigenen Hälfte. Die Abwehrreihe steht normal, klar. Abstöße variabel, das passt, das passt, das passt. Letzten 30 Minuten bei Führung. Können wir ein bisschen auf Zeitspiel mal gehen? Das können wir ruhig mal machen. Wenn wir mal führen sollten. Und dann gehen wir natürlich nochmal rein hier in die Laufwege bearbeiten. Das haben wir aber letztes Mal eingestellt. Das passt soweit. Ein bisschen weniger zurück. Ruhig ein bisschen vorne stehen lassen. Ja, Terrazino war noch schlechter beim letzten Mal. Jetzt nur noch eine Form von 7. Jetzt kommt Alar, komme was wolle. Der muss jetzt rein. Und Terrazino kann sich erstmal ausnüchtern mit seiner Form. Mit einer 7 drückt er mal gleich auf die Reservebank. Toni Calvo mit einer Form von 7 ebenfalls. Da kommt ein Kenneth. Stalins wieder rein. Wir hatten gesagt, das ist ein Belgier. Wer sagt denn, das ist doch kein Belgier, das ist ein Australier. Sag mal, hallo. Steht doch hier. Bundesland, Einigung, Australische Liga. Steht doch da. So. So, gut, liebe Leute. Was machen wir jetzt noch? Muss ich mal kurz überlegen, damit ich nichts vergesse. Die Nachrichten mal checken. Es erfasst immer noch erste Mannschaft. Aufgabe erfüllt. Das ist ja schön, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt kriege ich die nächste Aufgabe. Gewinnen Sie ein Pflichtspiel mit mindestens 4 Toren Differenz. Also 4-0 soll ich gewinnen. Ja, was ist die nächste Aufgabe? Erzielen Sie einen Elfmeter-Tor. Ja, das wird sich immer irgendwann ergeben. Also das können wir mal ruhig drin lassen. Sehr schön. Sponsor zufrieden mit Medienberichte. Alles klar. Jugendspieler erreichen Trainingsziele. Das ist ebenfalls sehr nützlich. Höchster Formgewinn von Marcel Scheppers. Ja, also Jugend haben wir ja gerade eingestellt gehabt vor kurzem. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal einstellen. Das ist eigentlich alles aktiv soweit. Ja, da haben wir die Mentoren ja gerade vor kurzem reingemacht. Ich gehe trotzdem immer ganz gerne mal reingucken, ob irgendeiner hier rumspinnt oder so. Aber hier haben wir schon wieder ein paar Akteure, die so langsam nachrücken können. Okay, D-Jugend. Ja, da haben wir auch wieder einen. Ein 3,5-Sterne-Talent. Ja, mehr können wir aktuell nicht erwarten von unserer Jugend, ist ja ganz klar. Also da sind wir noch nicht so breit aufgestellt. Da haben wir noch nicht so viel Geld rein investiert. Aber das kommt. Immer mit der Ruhe. Ganz gediegen, liebe Leute. Wir bauen langsam auf. Wir bauen langsam auf. Man muss auch dazu sagen, dass unsere erste Mannschaft ja an sich schon eine relative starke Jugendarbeit aufweist. Ne? Wenn man sich mal anschaut hier, wie viele Jungs wir drin haben. Emre Can jetzt schon im zweiten Jahr, er ist jetzt 20. Adam Aher mit 21, Scheppers mit 18, Kliche jetzt mit 20, Holstein, ne, den haben wir aus unserer Jugend geholt. Darf man nicht vergessen, Kevin Holstein aus unserer Jugend hat uns nichts gekostet. Er hat einen Marktwert aktuell von 40.000 und werden wir auf jeden Fall noch zu Einsätzen kommen lassen, keine Sorge. Dann weiter hier in der Startelf stehen auch noch so Jungs, jetzt hier Paul Pogba ist auch relativ jung. Dann Deni Alar ist jetzt auch schon 2 Jahre bei uns. Wenn mich nicht alles täuscht, alarmisch schon 2 Jahre jetzt hier sein. 2014 haben wir ihn geholt. Achso, ja, ist er wiedergekommen? Nee. Was haben wir denn aktuell? 2000? Das stimmt doch gar nicht. 13. September haben wir den ersten in der Winterpause geholt. Stimmt. Das stimmt. Wir haben den jetzt erst dieses Jahr geholt. Naja, gut. Ist er halb so wild. Gut, okay. Aber trotzdem, wie gesagt, haben wir eine ganze Menge Junge. Wer war denn das? Fasli? Haben wir Fasli geholt letztes Jahr? Muss ich gerade mal gucken, jetzt muss ich mir gerade mal meiner Daten sicher sein. Sonst vertändle ich das jetzt noch. Fasli. Auch 2014 am 1.7. Da kam er wieder. Okay, nee, da ist es. Am 2013. Alles klar. Gut, für 650.000 haben wir ihn geholt. Ablöse. Und er hat einen Marktwert von 165.000, aber da habe ich was derbe falsch gemacht mit ihm.
Ich setze sie mal auf Aktionen, dass wir nochmal, dass der nochmal Gas gibt irgendwo. Training, Vertrag, Transferstatus ändern. Auf Transferliste zur Leihe wollte ich ihn eigentlich geben. Vertragsende ist nächstes Jahr, auch schon diese Saison. Oh, das wäre bitter, wenn der jetzt gehen würde, aber verlängern mit ihm ist ja auch so bitter. Ei, scheiße, liebe Leute. Also dann mal Aktionen in die erste Mannschaft verschieben. Dann muss der gute Durm, den wir gerade frisch geholt haben, muss der da runter. Das wäre jetzt ein Griff ins Klo, wenn wir ihn jetzt, den guten Fasli, wenn wir den jetzt so billig rumlaufen lassen. Okay. Dann gucken wir nochmal rein in die zweite. Das wäre echt tödlich. Ganz klar. So, der Durm ist 22, der geht jetzt von, als Stürmer geht der jetzt als Rechtsverteidiger. Alles klar. Haben wir denn da keinen noch im Jugendkader? Jetzt bin ich doch länger hier beschäftigt, als ich eigentlich dachte. Rechtsverteidiger mit einer 51, Aktionen in den Kader berufen, 4 Wochen. Ne, dann würde ich ihn in die erste Mannschaft rufen, ich biete ihm mal einen Vertrag an. Aktuelle Saison, zweite Mannschaft, 2 Jahre, 25.000. Ich will jetzt nicht einen Durm da rumlaufen lassen, wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt total blöd. Das wäre echt nix hier, wenn der jetzt da als Rechtsverteidiger rumeiert, ne? Das ist totaler Quatsch. Gut, okay, aber was machen wir mit unserer zweiten Mannschaft? Ne, das ist ja auch so ein bisschen unterbewertet, das Ganze hier. Das ärgert mich so ein bisschen, dass man die jetzt nicht so direkt fit kriegt. Denn da sind ja noch ein paar Jungs, die was drauf haben. Ja gut, ein Jejil ist auch wieder so ein Faktor, ne? Er ist noch ein Jahr bei uns. Was machen wir mit ihm, ne? Er ist 2,4 Mille wert. Das ist der teuerste Stürmer, den wir haben. Also zweiteuerste. Mit Maiga, oder? Wenn mich nicht alles täusche. Guck mal rein. Terrazino müsste er eigentlich abgebaut haben. Wieder jetzt. 1,8. Und Maiga müsste noch ein bisschen mehr wert sein, ja. 2,4, genauso viel. Ja, bietet sich bald an, wenn die Jungs hier nicht treffen. Wenn die es nicht auf die Kette kriegen. Den guten Jejil wieder vorzuholen. Spielergespräche. Wenn du in die erste Mannschaft willst, muss mehr kommen, sag ich ihm. Hat keine Auswirkung, aber ich hab's mal gesagt, dann ist ja gut. Aktion, okay. Und dann haben wir noch hier ein bisschen zu quatschen. Stilic würde ich ganz gerne ein bisschen motivieren, geht momentan nicht. Maija geht auch nicht, aber hier ist alles voll. Hier ist alles aufgebraucht an Gespräche, glaube ich, ja. Fromlos habe ich noch nicht mehr gesprochen. Fromli, alles klar. Gut, okay, dann starten wir los. Wir gehen in 3D-Modus gegen Werder Bremen, liebe Leute. Heidewitzka. Also, das wird nicht einfach, sage ich euch gleich. Die Bremer stehen richtig gut da. Wir vergleichen mal die Mannschaften. Arnautovic und Marco Marin noch da. Pizarro noch da. Ignowski ist da. Schulz, Ekichi, Muntari. Ach du Heiliger, da weiß ich jetzt auch nicht, wie wir das... Und dann spielen wir mit 2 Stürmern. So. Bitroff muss ihn ausschalten. Pripp traue ich das noch nicht zu, direkt Manndeckung zu geben. Dann lasse ich mal den Raum einfach zumachen. 2 Stürmer. Bin mal gespannt, ob jetzt diese Veränderung, die wir ja angegeben hatten, mit Maija und dass er mal auf rechts gehen soll... Was ist denn sein starker Fuß? Das ist ja die Frage, ne? Links ist sein starker Fuß. Ja, dann könnte er ja, wenn er auf rechts spielt, direkt mit links abziehen. Mehr oder weniger. Ja, links, starke Fuß links, ja, dann gehört er aber auch eigentlich auf die linke Seite. Versteht ihr, was ich meine? Das ist auch links starker Fuß. Haben wir da kein Recht, haben wir keine Rechtsfüßer mehr? Sind wir so überbewertet oder wie? So. Chan hat heute wieder mal einen Einsatz verdient, ganz klar. Da schauen wir dann mal. Da gucken wir gerade mal rein in seine Trainingsziele, wie das da aussieht. Ja, guck mal, Passspiel ist ja schon so stark. 82, da kann er echt mal was Neues machen. Rechter Mittelfeldspieler, defensiv nehme ich mal ganz raus. Und offensiv nehme ich, das wird er auch nicht mehr. Mir reicht es ja schon rechts. Da hat er nur noch 49. Ach du heilige Maria. Gottes Willen, Junge, kriegt's, glaube ich, nicht mehr auf die Kette, denn, Technik ist gut, Fernschüsse wird wahrscheinlich auch nichts kurzfristig.
Tackling wäre noch ganz gut. Und Ballkontrolle nochmal über drüber hinaus. So, Passspiel kann er ruhig auf 90 trainieren. Kreativität mal auf eine 75 bringen. Machen wir mal 72, dann hat er schon mal was. Okay, nur jetzt starten wir aber wirklich. Jetzt mache ich hier F9, dann wird gespeichert und dann legen wir los, würde ich sagen. In 5. Spieltag. Ihr habt wieder fleißig getippt auf Facebook, ich weiß. Und jetzt schauen wir mal, wer recht hat. Bis gleich.